DM hat ja mit Balea diese Niacinamid-Reihe rausgebracht. Und in der Niacinamid-Reihe ist vor kurzem etwas länger her, ich weiß es nicht, wie ich sagen soll, diese Tagescreme herausgekommen. Und was ich von der hier halte, sage ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über dieses Teilchen. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen Zeit gelassen mit ihr, weil ich verschiedene Stimmen über die Creme gehört habe und nicht in jeder mit ihr klarkommt. Ich komme super damit klar und deswegen fangen wir heute mal mit meinem Hauttyp an. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich habe eine Mischhaut, die in Richtung fettig geht. Vergrößerte Poren, meine Haut kann sehr viel ab. Ne? Also sei es Retinol, sei es Säuren, also die reagiert seltenst auf einen Stoff, seltenst auf ein Active in meiner Gesichtspflege. Ich darf es natürlich auch nicht übertreiben und auch nicht alles auf einmal verwenden. Daher kann diese Creme ein bisschen falsch verstanden werden. Also, 10% Niacinamid. Den Stoff Niacinamid werde ich euch mal unters i legen. Den Faktencheck habe ich schon mal gemacht. Das ist ein super guter Stoff. Der Stoff Niacinamid kann in der Stärke Reaktionen hervorrufen. 10% ist schon echt viel. Und das macht Balea einfach in der Reihe. Da gibt es ja das AHA-Serum, dann Niacinamid und AHA, glaube ich. Oder was anderes. Es ist, auf jeden Fall sind zwei Produkte schon draußen. Und in dem einen Produkt sind auf jeden Fall auch 10% Niacinamid drin. Und da hat man sich auch schon gefragt, das ist schon sehr, sehr, sehr stark dosiert. Weil wenn jemand jetzt hergeht und mit Actives keine Erfahrungen hat, mit Niacinamid keine Erfahrungen hat. Du findest hier keinen Hinweis, auch auf der Homepage nicht, dass du sowas einschleichen sollst in die Gesichtspflege. Weil die Wahrscheinlichkeit, wenn du eine empfindliche Haut hast oder irgendwie einen Hauttyp, der da eher dazu neigt wie bei trockener Haut, dann wirst du natürlich Reaktionen hervorrufen. Deswegen ist es so wichtig, dass man solche Produkte sparsam anwendet. Ich weiß von der Shenya, dass sie es vermischt mit was anderem. Das brauche ich jetzt nicht. Also du kannst es vermischen genauso gut, wie du es auch einfach einmal pro Woche, so wie bei den Säuren auch, dann so langsam dich steigerst in der Hinsicht. Denn 10% ist halt schon eine krasse Hausnummer so. Und wenn jemand wie mein jüngeres Ich, die einfach keine Ahnung von Skincare hat, in die Drogerie geht und sieht, ah, das ist so ein schönes hellblaues Tüpchen, das nehme ich mir jetzt mal mit und sich das dann aufs Gesicht schmiert und dann halt wirklich Probleme kriegt, das spricht natürlich auch nicht für das Produkt. Ne? Also es hat auch irgendwo schwierig. Deswegen finde ich es komisch, dass man in die Produkte so eine hohe Prozentzahl an Niacinamid reingepackt hat, weil das ist nicht für jeden verträglich. Bei mir geht es 1A, überhaupt kein Ding. Ich vertrage die Creme, aber es liegt halt eben auch an meinem Hauttyp. Für mich funktioniert also die Creme unwahrscheinlich gut, weil ich morgens meistens mir mein Gesicht auch mit dem Balea Waschgel meine Haut reinige mit dem AHA-Produkt, mit dem Peeling Cleanser. Und bei mir ist es schon, ich habe relativ schnell rausgefunden, als ich mit Actives angefangen habe, wenn ich Niacinamid mit Säuren kombiniere, tut das Allermeiste für meine Haut. Das liebt meine Haut richtig. Und deswegen funktioniert das für mich halt auch so gut. Ich weiß aber, dass beispielsweise der Leon, und der hat ja eher so eine trockene Haut oder feuchtigkeitsarme Haut, spielt ja jetzt auch keine Rolle, aber der sagt von der Creme, er hat wie so eine komische Schicht
auf dem Gesicht dann. Also wie so eine Schicht, die halt antrocknet. Und davon kann ich nicht berichten. Ich muss aber auch sagen, wie gesagt, ich habe ja eine fettige Haut und diese Schicht bildet sich bei mir gar nicht. Das hat wahrscheinlich gar keine Chance, dass sich die Schicht überhaupt bildet. Also wenn du so ein bisschen fettigere Haut hast, wirst du wahrscheinlich mit der Creme keine Probleme haben. Es ist trotzdem für jeden Hauttyp geeignet. Für normale Haut steht, glaube ich, auf der Verpackung, alle Hauttypen steht drauf. Also es kann jeder verwenden, aber bei trockener Haut wäre ich halt wirklich, und empfindlicher Haut wäre ich echt vorsichtig, weil das kann sein, dass man die halt einfach nicht so gut verträgt. Kommen wir zum Lichtschutzfaktor 30. Da frage ich mich immer, was soll das? So eine Creme kann man nie wie einen Lichtschutzfaktor auftragen. Du solltest ja 1 bis 3 Gramm Lichtschutzfaktor im Gesicht auftragen. Also einen schaffe ich schon immer ohne weiteres. Bei 3 wird es schwierig. Von der Creme kannst du das nicht auftragen, zumal da eben auch nicht so krasse Lichtschutzfaktoren drin sind. Krasse Filterfaktoren. Nicht so krasse Filter drin sind, dass man jetzt sagen könnte, das könnte man als Lichtschutzfaktor aus Sonnencreme verwenden. Ich dachte auch ganz lange, dass so Foundations oder solche Cremes dazu da sind, um eine Sonnencreme zu ersetzen. Bloß nicht. Also du kannst die Menge gar nicht auftragen, wie das dann einfach dich schützen sollte. Es geht nicht. Du brauchst ein extra Produkt. Also ist das für mich einfach unverständlich und bringt den Endverbraucher nur durcheinander. Denn du hast ja nichts davon. Du musst am Ende trotzdem nochmal einen Lichtschutzfaktor auftragen. Oder solltest du? Ich versuche gerade muss so ein bisschen aus meinem Sprachgebrauch rauszunehmen. Aber das schützt dich halt überhaupt nicht. Und bringt nur Verwirrung für die Leute, die sich mit der Thematik halt gar nicht auseinandersetzen. Und die denken sich halt dann, in meiner Tagescreme ist schon drin, reicht. Nee, reicht leider nicht. Also du brauchst noch ein extra Produkt. Das Tolle für mich ist, ich kann die tatsächlich mit einer Sonnencreme zusammen auftragen. Da gibt es für mich keine Probleme. Also ich habe die Visan fürs Gesicht. Die mache ich gerade leer. Die ist ein bisschen fettiger. Selbst die geht. Aber natürlich sind Sonnencremes oder Sonnenprodukte fürs Gesicht bei mir besser, wenn die nicht ganz so fetten. Ne? Weil ich ja also schon vom Grundhauttyp eher eine fettige Haut habe. Also da funktioniert das tatsächlich ganz gut. Also ersetzt das auf keinen Fall den Sonnenschutz für dein Gesicht. Auf keinen Fall. Und da fragt man sich halt eben, warum haben sie es dann reingemacht? Um eben den Verbraucher ein bisschen zu verwirren und den Verbraucher ein bisschen zu täuschen, muss man an der Stelle schon auch sagen, weil es ist ein wunderbares Marketing. Weil es die Leute halt eben gibt, die sagen, da habe ich mir ein Produkt gespart, super. Tagescreme im Endeffekt nicht, jeder braucht eine Tagescreme, ich brauche sie auch nicht, weil ich eben den Sonnenschutz verwende und mir reicht der Sonnenschutz. Das reicht mir einfach aus. Mit dem, was ich an Reinigung und Serien verwende am Morgen, das ist meistens nicht ganz so viel, da funktioniert das wie eine Eins. Also ich brauche wirklich keine Tagescreme. Aber ich wollte diese Creme einfach ausprobieren, um zu gucken, performt die auf meiner Haut? Funktioniert das gut? Es ist halt schwierig mit dem Niacinamid. Das verträgt nicht jeder. Und denkt dran, das ist keine Sonnencreme. Das ist definitiv keine Sonnencreme. No way. Ja? Also da auch wirklich dran denken. Bayer & Söhne hat eine Tagescreme rausgebracht. Die hat Filter drin, die das Ganze ersetzen können. Ne? Also du müsstest trotzdem nochmal, wenn ich das richtig verstanden habe, du müsstest trotzdem nochmal einen Sonnenschutz auftragen, wegen dem UVB-Schutz. Die Creme hat, glaube ich, nur einen UVA-Schutz. Nagelt mich da nicht fest. Ich habe das Ganze noch nicht so ganz raus.
Kennst du das Produkt? Hast du Erfahrung mit dem Produkt gemacht? Schreib am besten bei so Cremes immer dazu, wie dein Hauttyp ist und welche Erfahrungen du mit der Creme gemacht hast. Wird mich auf jeden Fall brennend interessieren und meinen Zuschauer interessiert es auch. Also ab in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!